Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der neuen Folge hier in Minecraft. Erinnerst du dich noch? Wir hatten ja diese Polizeistation gebaut. Da fehlen jetzt natürlich noch die passenden Fahrzeuge dazu. Eins steht hier schon, das werden wir auch gleich zusammen aufbauen, dieser Standard-Polizeiwagen. Und wir werden hier nichts von Amerika irgendwie klauen. Wir bauen das hier einfach aus Deutschland. Wir haben ja natürlich auch unsere eigenen Autos und ich finde die eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Also die sehen wirklich gut aus. So diese Weiß-Grün-Blau-Kombi gefällt mir eigentlich ganz gut und von daher werden wir uns hier auch ein paar hinbauen. Zuallererst kommt natürlich der Standardwagen und da würde ich sagen, schnappen wir gleich unsere Blöcke und dann geht's los. Hol dir ganz einfach mal ein bisschen schwarzen Beton raus, weißer Beton, ein Schmelzofen, blauer Zement. Für unser Glas nehmen wir einfach mal wieder schwarze Glasblöcke wie Scheiben, einmal dann auch ein bisschen Teppich, einmal hellgrüner, blauer und grauer. Bei jedem Auto legen wir erstmal los mit den Räderchen. Da nehmen wir jetzt einfach mal schwarzen Beton und die setzen wir einfach mal nebeneinander. So lassen einen Block Platz. Nach hinten gesehen lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann geht schon los mit unserem weißen Beton. Den kannst du einmal vorne bei unserem Beton einmal platzieren. Dann lassen wir hinter unserem Rad, würde ich mal sagen, eine Reihe Platz. Hier setzen wir unseren weißen Beton hin. Den würde ich sagen, setzen wir auch gleich mal so, zack, hier bis einmal, ja, in der Mitte und nach hinten einmal hin. Auf den Hinterrädern könnt ihr mal eine weitere Betonreihe einfach mal platzieren. Dann setzen wir vorne unseren Motor rein. Das stellen wir mal da durch einen Schmelzofen. Kannst natürlich auch einen Ofen nehmen oder sowas. Dahinter machen wir mal so ein kleines T aus unserem blauen Beton. Dann kommen wir schon zu unserem Glas. Da könnt ihr einmal jetzt hier auf unserem weißen Beton die Blöcke einmal setzen und davor einmal die Glasscheiben. Dann geht schon los mit dem Teppich. Auf der Vorderseite bei der Motorhaube setzen wir an den Seiten einfach unseren grünen Teppich hin und in der Mitte einmal unseren blauen Teppich. Wir fliegen einmal auf die Rückseite bei unserem Kofferraum. Da setzen wir in der Mitte einmal blauen Teppich hin und an den Seiten unseren grünen Teppich. Beim Dach von unserem Polizeiauto nehmen wir jetzt unseren grauen Teppich, setzen den einmal auf der Rückseite wie auf der Vorderseite einmal lang. Die Mitte lassen wir erstmal noch frei. Um unser Polizeiauto jetzt natürlich noch abzuschießen, fehlt noch ein bisschen Kleinzeug. Da fangen wir erst mit damit an, was am wichtigsten ist. Und natürlich unsere Sirene, dass man uns auch hört, wenn wir kommen. So, dann nehmen wir jetzt einen Redstone-Vergleicher einmal raus. Den setzen wir ja an den Seiten einmal hin. Den können wir aktivieren und wieder deaktivieren. Immer ganz praktisch, wie wir gerade im Einsatz sind. So, in der Mitte setzen wir noch einen Verstärker hin. Den fahren wir ein bisschen aus. Und schon haben wir unsere Sirene einmal drauf. Jetzt kommen wir mal dazu, auf der Vorderseite unsere Scheinwerfer zu bauen. Nehmen wir da ein paar polierte Schwarzsteinknöpfe. Für unsere Felgen können wir die jetzt natürlich nicht mehr nehmen, von daher nehmen wir jetzt da einfach ein paar Steinknöpfe, machen es natürlich hier auf beiden Seiten einmal hin. So, auf jedem Polizeiauto ist natürlich noch dieser Stern zu sehen, den stellen wir uns einfach mal da ein bisschen mit einem Birkenschalter. Finde die Farbe ganz passend hier zu unserem blauen Beton. Dahinter brauchen wir natürlich noch einen Türknauf, da nehmen wir jetzt hier am besten unseren Stolperdraht. So, andere Seite auch nochmal, so, Stern hin. Und da fehlt noch eine Sache, und zwar die Rückseite, fehlen natürlich unsere Bremslichter. Da nehmen wir jetzt hier einfach unseren Karmesinknopf und dann haben wir unser Polizeiauto fertig. So, das war's dann hier erstmal mit unserem Polizeiauto. Jetzt können wir einmal schön auf Streife gehen. Vielleicht machen wir gleich mal Halt beim nächsten Donutladen. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Vergiss natürlich nicht, nur in die Infobox zu schauen, da gibt's noch ein paar tolle Videos. Oder den Kanal zu abonnieren, dann bist du immer auf dem laufenden Stand und verpasst nichts mehr. Tja, dann hören wir oder sehen uns bestimmt wieder zur nächsten Folge wieder. Haut's rein, bleibt gesund. Und ciao.